So, liebe Leute, ein herzliches Willkommen zurück. Euer Bergi ist wieder am Mikrofon hier aus Clash of Clans vom Allerfeinsten. Und mittlerweile muss ich sagen, juhu, noch 2 Tage und dann geht meine dunkle Kaserne an den Start. Bin ich schon richtig stolz drauf, habe ich mir jetzt echt vom Munde abgespart. 750.000 Elixier und ich bin fleißig am Bauen. Als weiteres habe ich mittlerweile alle Elemente, die man mit Rathaus 7 bauen kann, außer eins. Man sagt, ne, alles, ich habe alles, außer eins. Also aufgepasst. Und zwar, wo ist er denn? Ne, hier bei der Armee. Der gute Barbarenkönig, da brauche ich ja noch ein bisschen dunkles Elixier. Das könnte ich mir höchstens erfarmen. Ich habe jetzt 5.800, das heißt knapp 4.200 brauche ich noch. Das wird auf jeden Fall spannend. Insbesondere auch der Ausbau der weiteren Sachen hier ist brutal teuer. Ich habe seit geraumer Zeit schon keine Million Gold mehr gehabt oder dergleichen. Aber ich brauche für viele Sachen häufig weitaus mehr als 1 Million Gold. Ich guck mal gerade hier, die Kanonen, die sind noch relativ günstig. Aber auch hier 400.000 Coins mal am Start zu haben, das ist gar nicht so einfach. Ich habe mittlerweile alle meine Elixiersammler und Goldminen ausgebaut. Das ist alles auf Max, nämlich Level 11. Und ihr habt sicherlich schon gesehen, auch bei der Mauer bin ich fleißig dabei, die weiter auszubauen. Eins fasziniert mich aber trotzdem. Und zwar, ich habe momentan die Goldlager. Die sind auch schon maximiert. Ihr seht, maximal 4 Millionen kann ich zurzeit da speichern bei den Goldlagern. Da gehe ich mal rein. Ich kann die aber nicht weiter ausbauen. Also gar nicht weiter ausbauen. Ist das jetzt das größte Goldlager, das es gibt im Spiel? Das wundert mich, weil ich dachte, wenn bei anderen Sachen, zum Beispiel bei den, wo waren das, bei den Sammlern, die kann ich zwar jetzt auch nicht mehr ausbauen, hier steht's, aber ich könnte sie auf Level 8 ausbauen. Das scheint so, als ob das hier die größten Goldlager sind, die es gibt. Müsst ihr mich mal informieren, wie das da aussieht. Verwundert mich etwas, denn ganz besonders, die nächsten Mauern, wenn ich hier diese lila Mauern fertig habe, also Level 6 habe ich jetzt und Level 7 Mauern kosten 200.000. Gold. Wie soll denn das gehen? Also das ist echt interessant. Auf jeden Fall interessant. Der Monat Oktober steht bei mir, glaube ich, sowieso nochmal komplett in Rathaus Level 7, weil ich im letzten Monat ja so schnell nach vorne gepeitscht bin mit dem Rathaus natürlich, ne, von 6 auf 7, ohne viel ausgebaut zu haben. Jetzt mache ich es mal wieder ein bisschen kontinuierlicher und baue wirklich alles schön aus, damit ich dann auch wirklich wettbewerbsfähig bin und ich mal so eine richtig starke Base habe. Und vielleicht packe ich dann sogar mein Rathaus in die Mitte, wenn die Base hier auf Rathaus Level 7 fertig ist, und holen mir dann richtig viele Trophies. Auf jeden Fall sau cool. Hier gibt es noch ein bisschen Info im Chat. Ist aber nicht so wichtig. Ich wollte noch einen Angriff fahren, Leute. Und zwar, achso, was wollte er? Egal was, außer Kobold. Na komm, dann schicke ich ihn nochmal hier ein bisschen von den Bogies. Bogies Level 4. Ah, auch noch interessant. Klar, bei der Forschung habe ich mittlerweile die ersten 3 oder die wichtigsten 3 Einheiten, naja, so viele Barbaren benutze ich eigentlich nicht, die habe ich ausgeforscht, die sind alle Level 4 und das macht sich echt bemerkbar, wenn man da die richtigen Einheiten am Start hat. Und da können wir mal reingehen in den nächsten Angriff, da würde ich ganz gerne nochmal einen anfahren, denn ich kann auch sofort wieder in das nächste, wie sagt man so schön, ins nächste Bracket reinkommen. Denn die Ligen sind alle resettet worden, jetzt im Oktober. Und wir brauchen noch ein cooles Oktoberpasswort. Dann müssen wir uns mal was überlegen, was wir da nehmen. Greife ich den an, weil 180.000 ist schon ordentlich. Ah, aber nee. Ich suche dann auch schon ein bisschen nach Opfer eigentlich. Es gibt wirklich Leute auf dem Rang, das sieht ja cool aus hier, ne? Guck mal, ganz coole Base. Die man wirklich leicht besiegen kann und viel Loot rausholen kann. Ja, den zum Beispiel jetzt nicht. Also, bei meinem Rathaus-Level tue ich mich hier echt schwer. Ich könnte höchstens ein Rathaus wegballern. Sollen wir das mal probieren? Komm, wir machen das mal. Wenn ich es verkacke, dann seid ihr schuld. Klappt. So ganz an die Kante. Ich könnte mir schon vorstellen, dass hier vorne irgendwo so eine Tesla-Spule drin ist. Genau, wie findet ihr das eigentlich? Das ist mal interessant zu wissen. Aber wenn ich jetzt noch mehr gute Einheiten hätte, ich habe auch keine Drachen mehr. Ab und zu bekomme ich hier mal von unseren Top-Leuten immer Drachen und dann greife ich mit denen an. Da geht es richtig zügig vorwärts. Wenn man dann die Flugabwehr erstmal weggemacht hat. Schade, habe ich Leute Coin, ne? Aber dafür haben wir das. Wie seht ihr das eigentlich, wenn man so Tesla-Spulen aufstellt bei seinem Rathaus? Ist ja eigentlich doof, ne? Man gibt eigentlich eine Farmbase aus und dann stellt man Teslas auf. Ich hab's auch so gemacht jetzt, weil ich das häufig gesehen habe.
Ich weiß nicht. Ich mach's aber wieder weg, glaube ich. Ich mach die Tesla-Spule wieder weg am Eingang. Coole Base auf jeden Fall, ja. So hätte ich auch meine schon ganz gerne. Obwohl, der ist schon Rathaus-Level. Das ist ja schon Rathaus-Level 8, oder? Das müsste schon 8 sein, ja. Locker ist das 8. Klar, sehe ich doch am Rathaus. Das sieht man doch an der Optik. Sonst hätte der ja keine 3x Flugabwehr. Und die Goldlager. Sprich, man kriegt ja später noch mehr Goldlager. So, das haben wir. Ich hätte hier sogar noch ein bisschen vielleicht Gold holen können oder so. Aber der hat ja alles auch eingelagert. Der war fleißig. So, können wir den Kampf beenden? Alles klar. 8 Pokale haben wir gekriegt. Wir sind wieder Liga 3, das war klar. Ich würde ganz gerne noch einen angreifen. Haben wir volles Haus? Ja, eine Einheit muss noch irgendwo rauskommen, aber anscheinend haben wir nur große Einheiten, deswegen kriege ich keine Einheit. Macht nichts, wir greifen so an. Mit einem Mann weniger oder mehr macht der Bock auch nicht fett. Oh, das sieht gut aus. Aber der hat auch schon den König. Und ist auch gut ausgebaut, was die Luftabwehr angeht. Sonst würde ich den. Das ist eine richtig gute Base, wie ich finde. Auf Rathaus Level 7. Richtig fleißig, alles schön ausgebaut, oder? Also ich finde die hier schon. Ja, die finde ich schon stark, die Base, die er hier hat. Muss ich ganz ehrlich sagen. Bin ich ein bisschen neidisch, oder? Oder greife ich an? Ne, ich kann eh nicht, komme eh nicht durch. Ich kenne doch meine Einheiten. Ich kann es doch einschätzen, wie stark die sind. Das ist zum Beispiel nix hier. Das ist mir auch zu heikel. Das ist ein Haufen Elixier. Ich weiß halt nicht, wie teuer meine Armee immer ist, die ich zusammenbastle. Obwohl dieses Mal die Armee ja alles kreuz und quer ist. Normal halte ich mich ja mehr oder weniger mit den Riesen auf. Ja, sieht auch schwierig aus. Das sieht auch schwierig aus. Ich achte ja in erster Linie immer auf die Mauern, wie die ausgebaut sind und dann den Rest. Oder die Flugabwehr, gerade für meine Heiler. Wenn die gut ausgebaut ist, wird es auch immer. Oder wo die Flugabwehr steht, das ist auch immer interessant. Das sieht gut aus hier. Aber ich komme da nicht durch. Ich komme da nicht zur Flugabwehr schnell genug. Wisst ihr, was ich meine? Laufen die Riesen laufen dann kreuz und quer und zack, sind sie tot und dann war es das. Dann kriege ich gar nichts. Auch nicht so prickelnd. Ist schon überall gut Loot drin. Das ist zum Beispiel, das sieht relativ simpel aus, obwohl eine brutale Flugabwehr da ist. Aber das ist von der Mauer halt wirklich. Und er baut schon wieder aus. Schaut mal, er baut jetzt schon wieder die nächste Stufe. Das könnte man echt mal probieren. Aber das lohnt sich nicht. Also wegen 31.000 Gold und 13.000 Elixier da anzugreifen, das lohnt sich echt nicht. Das ist vom Loot her ganz okay. Wo hat er denn noch? Der hat nur eine Flugabwehr gebaut? Anscheinend. Komm, jetzt probieren wir es. 118 ist cool. Dann gehen wir nicht direkt auf die Flugabwehr, sondern wir gehen von unten ran. So. Oh no, ein Drache. Ich lege jetzt alles raus hier. Shit. Shit, was machen wir mit dem Drachen? Shit, shit, shit. Kriege ich den mit den Blitzen kaputt? Ich glaube nicht, ne? Den irgendwie kaputt, den Drachen. Komm schon, Jungs. Die ganzen Bogies vielleicht. Ja. Aber jetzt habe ich auch keine. Jetzt habe ich auch keine. Wie sagt man so schön? Riesen mehr. Also ist der ganze Angriff für den Arsch mal wieder. Ich ärgere das immer, wenn es nicht läuft. Aber der Drache war echt heiß jetzt, ne? Das war alles jetzt kreuz und quer. Das war eine richtige, das war so richtig schön Fail. Also mehr Fail geht schon gar nicht. Ich habe zumindest ein bisschen Gold rausgeholt, glaube ich. Hätte ich woanders angreifen müssen, ne? Vielleicht hier über die Ecke. Weil die hier unten war echt brutal gut verteidigt. Das war's. Ah, bitter, bitter, bitter. 25 minus. Ja, mal wieder, ne? Also ich habe, glaube ich, noch nie in einer Aufnahme. Komm, ich zeige euch einen Angriff, der gut gelaufen ist. So machen wir das. Heute, so machen wir das. Moment, weil ich ja ständig hier, wenn ich aufnehme, verliere ich ständig die Kämpfe. Und zwar, den habe ich gewonnen hier. Den hier unten, den fand ich gut. Den können wir uns mal angucken. Den fand ich ganz nice. Da habe ich auch ein bisschen Ruhe walten lassen. Und da hatte ich auch viel mehr Riesen. Ihr seht, normalerweise gehe ich echt auf die Riesen. Fokus Riesen und dann die Heiler dazu. Dann habe ich schön aufgeteilt hier auf die
die Farmspots, die Farmspots von ihm, also sprich die Elixiersammler und die Minen, die waren so weit von der Base weg, dass man die einfach so angreifen konnte. Pass auf, hier hol ich auch noch gleich welche raus. Da achte ich dann, sobald die Defense hier gespottet ist von meinen Riesen, dann hole ich immer was raus zum Angreifen. Das ist hier auch gleich der Fall. Das lief richtig gut. Das ist halt wirklich, die Riesen sind für mich mit die stärkste Einheit. Weil sie erstmal echt eine Menge aushalten, überall durchlaufen können. Und auch genügend Schaden ausrichten. Ab dem Level. Ab Level 4 halt eben. Da oben habe ich auch noch ein paar Bogenschützen. Die da ganz gemütlich, da kommen auch noch mal zwei Riesen, die dann die Bogenschützen da oben beschützen sollen. Die Bogenschützen beschützen. Auch nicht schlecht. So. Und jetzt, das ist natürlich hier die Flugabwehr, die haut dann meinen Heiler raus. Und dann geht's mit den Riesen auch relativ schnell ins Jenseits. Hier habe ich die nächsten rausgeholt, ihr seht es hier unten. Weil die beiden Defensiveinheiten hier gespottet worden sind, deswegen kann ich ganz gemütlich mit den Riesen kommen. Oder mit denen, da habe ich nochmal drei Stück reingeschickt, die jetzt da reinmarschieren. Aber man sieht schon, ne, durch die Mauer braucht man schon eine Weile, bis man da durchkommt. Da wird sich mal die ein oder andere Bombeneinheit schon anbieten. Dass man eben schneller durch die Mauern kommt, ne? Ganz klar. Das werde ich auch mal so ein bisschen fokussieren. Hier, die haben jetzt die ganze Seite hier schon komplett clear. Jetzt gehe ich da oben. Die beiden, der Turm, sowie auch die Kanone ist gespottet. Jetzt kann ich hier oben mit den Bogenschützen wieder fleißig angreifen, ohne dass sie kaputt geschossen werden. Wie gesagt, also 100% habe ich zwar nicht geschafft, weil mir einfach die Riesen ausgegangen sind, aber der Rest lief relativ cool. Und von den Ressourcen, die hier, von der Beute, die hier verfügbar waren, habe ich echt schon eine Menge rausgeholt. Inklusive natürlich die Base. Das Rathaus, das haben wir auch zerlegt. Hier sehen wir das. Das ist der Schluss, da können wir noch ein bisschen beschleunigen jetzt. Das ist nicht mehr so spannend. Und dann noch das ganze Elixier. Wie gesagt, also das fand ich jetzt als Angriff relativ cool. Das war auch relativ simpel zu machen. Fand ich ganz geil. Es waren am Ende 181.000 Gold und 86.000 Elixier. Das finde ich auch von dem Volumen her in Ordnung. Davon bitte mehr. Mal gucken, wie es beim nächsten Mal aussieht, Leute. Ich farme fleißig weiter, beziehungsweise ich baue jetzt mal die nächste Einheit auf. Und dann gibt es morgen die Info bezüglich Clan Wars. Ah, ich brauche unbedingt mal da eine Idee, wie ich am besten die Leute reinkriege, die nur vom gleichen Rathaus-Level, so ist es richtig. Die nur das gleiche Rathaus haben. Also ich würde ganz gerne Kriege führen, nur mit Rathaus-Level 7, nur mit Rathaus-Level 8. Ob man vielleicht den Namen ändern kann, dass man zum Beispiel hinten ran schreibt immer aktuell, ja, ich bin der von Bergen und habe jetzt momentan Rathaus-Level 7. Ne? Das wäre ganz easy, wenn man das so eintragen könnte. Kann man das denn nicht? Kann man seinen Namen ändern? Das wäre mal interessant zu wissen. Bei den Optionen vielleicht. Nö, ich glaube nicht. Mehr? Neues? Nö, bis morgen. Haut mal Info raus. Kann man seinen Namen ändern, damit wir das besser organisieren können? Bis dann. Ciao, ciao, Leute.